Willkommen zu einem neuen Video. In dem Video schauen wir uns eine Übungsaufgabe an von einer Mediziner-Pool-Party, wo Luftballons bzw. Wasserbälle unter Wasser aufgeblasen werden. Und wir wollen wissen, wie groß ist dann die Auftriebskraft, wie ändert sie die sich? Und das ist auch immer wieder ein wichtiges Thema, was drankommt in Prüfungen, also ganz genau aufpassen. Wir schauen uns die Party mal an. Wir haben hier Party der Fachschaft Medizin, werden Wasserbälle unter Wasser gehalten. Komplett unter Wasser gehalten, das ist nämlich wichtig. So, machen wir mal kurz hier eine Skizze. Volumen. So, und auf den dreifachen Durchmesser aufgeblasen. Das heißt, der Durchmesser erhöht sich um den Faktor 3. Und da ist jetzt ganz wichtig, dann erhöht sich auch der Radius um den Faktor 3. Wenn der Durchmesser sich verdreifacht, verdreifacht sich auch der Radius. So, wie ändert sich die Auftriebskraft? Das wollen wir wissen, also darum geht es schon mal. Auftriebskraft. So, und die Auftriebskraft ist Dichte der Flüssigkeit ringsherum mal, so, und jetzt ganz wichtig, Volumen Körper, also Volumen des Körpers in der Flüssigkeit. Wenn ich bis hierhin im Wasser stehe, dann zählt nur das unten drunter zur Auftriebskraft, das oben drüber nicht zur Auftriebskraft. Also das nochmal als Reminder. Schau dir auch gerne das Video Auftriebskraft nochmal an. Da habe ich auch schon Videos zu gemacht. Also Dichte der Flüssigkeit in dem von Wasser. Dann haben wir Volumen des Körpers im Wasser. Und die Wasserbälle werden ja komplett unter Wasser gedrückt. Deswegen ist das wichtig zu wissen. Und dann haben wir noch Faktor G. So, dann handelt es sich um Wasserbälle. Und ein Ball ist eine Kugel. Und wir brauchen noch das Kugelvolumen für die Aufgabe. 4/3. Pi r hoch 3. Wofür brauchen wir das? Weil wir haben nur gegeben, Durchmesser ändert sich. Und das war's. Und die Auftriebskraft. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Zusammenhang zwischen der Auftriebskraft und dem Durchmesser bzw. Radius. Das steckt ja hier mit drin. Und dann setzen wir das einfach mal ein. Dann haben wir Dichte der Flüssigkeit. Wir haben 4/3 Pi r hoch 3 mal g. So, das ist jetzt Volumenkugel mit eingesetzt. Uns interessiert aber nur die Auftriebskraft. Und da können wir jetzt wieder die Proportionalität machen. Das heißt, alles andere bleibt weg. Ne? Können wir wegschmeißen, das setzen wir einfach 1, weil sich das nicht ändert und uns nicht interessiert. Da dürfen wir jetzt aber kein Gleichheitszeichen machen, weil es ja nicht mehr eine Gleichung ist, sondern Proportionalität. Proportionalität, ne? Die Zusammenhänge der Größen zueinander. Wenn ich das ändere, wie verhält sich dann diese Größe? Sowas wollen wir ja hier wissen. Und das ist proportional zu, das setzen wir 1, das kann weg, der Abklatsch kann alles weg hier. Das heißt, es ist proportional zu r hoch 3 und dann setzt du einfach den Faktor ein, um den es vergrößert wurde. Das ist hier um den dreifachen Faktor, also mal 3 und das setzt du einfach dann für r ein. Und das wäre dann 3 hoch 3 und da haben wir 3 mal 3 mal 3. 3 mal 3 ist 9 mal 3 ist 27 und damit haben wir es schon. Das ist der Faktor, den wir haben wollten. Das heißt, du brauchst dir gar nicht häufig mit diesen Formeln explizit rechnen, Zahlenwerte einsetzen, sondern nur die Größenverhältnisse bzw. Proportionalitäten. Ne? Also wenn du das hier gewusst hast, dann konntest du die Aufgabe super leicht lösen. Das haben wir halt über den Umweg der Kugel gemacht. Und da musst du immer gucken, um was für einen Körper handelt sich natürlich. Ne? Also vorher haben wir eine Auftriebskraft von 1. Und wenn ich das dann vergrößere, dann hat es eine Auftriebskraft von 27. Also wenn es vorher eine Auftriebskraft von 1 Newton hatte und ich verdreifache den Radius bzw. Durchmesser, dann hat es danach eine Auftriebskraft von, die ja nach oben wirkt, 27. Ja? Also das hier FA ist die Auftriebskraft und entgegenwirkt die Gewichtskraft. Aber wie gesagt, guck dir da gerne noch Videos zu an. Auftriebskraft, da habe ich schon welche dazu gemacht. Wenn du komplett Lernvideos zu allen Physikthemen haben möchtest, schön strukturiert mit Beispielaufgaben, Skript, Formelsammlungen, ganz viele Übungsklausuren, Probeklausuren mit Single-Choice, Freitextaufgaben. Du kannst unter den Videos Fragen stellen, siehst Fragen von anderen, könnt euch gegenseitig unterstützen, dann schau gerne mal unten in die Beschreibung. Da kannst du dir einen Zugang zur Lernplattform holen. Da sind schon Tausende dabei und haben dadurch erfolgreich die Medizinerklausur, Physikum, Vorphysikum, Physikklausur bestanden, Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin,
Pharmazie war dabei, Bio war dabei, auch Schüler haben sich das schon geholt. Ne? Also das, wenn du Physik lernen willst für eine Prüfung, dann perfekt, kann ich dir sehr empfehlen. Dann sehen wir uns entweder auf der Lernplattform oder lernst dir auf YouTube weiter, wie du möchtest. Wie auch immer, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Und bei deiner Prüfung natürlich, ich bin Robert, dein Physik-Coach. Ciao!